So ein gefaltetes Omelett ist ein echter Klassiker. Man faltet es so, oder man klappt die Seiten zur Mitte. Das kann man sich aussuchen. Es darf nicht zu lang in der Pfanne bleiben. Es soll seidig, goldgelb, zart, lecker und in der Mitte noch feucht sein. Ich fülle unser Omelett heute mit diesen herrlichen Pilzen. Hier haben wir eine Mischung aus Zucht- und Austernpilzen, Champignons und Enoki-Pilzen. Enoki-Pilze bekommt man mittlerweile in vielen Supermärkten. Die Pilze einfach zerdrücken, zerquetschen, in Scheiben schneiden oder zerreißen. Wir haben dann viele verschiedene Formen und Größen, das ist alles prima. Ich schneide einige Pilze in Scheiben und ein paar zerdrücke ich mit den Fingern. Dann gebe ich etwas Olivenöl in eine Pfanne. Ich lasse es heiß werden und füge dann die Pilze hinzu. Sie braten schön an, geben dann aber jede Menge Flüssigkeit ab. Man schwenkt sie, bis die Flüssigkeit verkocht, und brät sie dann weiter. Wir brauchen eine Knoblauchzehe. Ich schäle sie und schneide sie in ganz feine Scheiben. Thymian oder Petersilie passen beide wirklich gut zu Pilzen. Erst kommen die Pilze, dann der Knoblauch in die Pfanne. Beim Anbraten im heißen Öl würde der Knoblauch nämlich zu braun werden und bitter schmecken. Die Pilze haben die Hitze in der Pfanne für den Knoblauch abgeschwächt. Noch eine schöne kleine Prise Salz und Pfeffer. Getrockneter Chili ist auch richtig lecker. Seht euch die Pfanne an. Wie man sieht, ist die Flüssigkeit von den Pilzen jetzt verkocht. Ich kann sie jetzt wieder braten. Eine prima Zutat zur Verfeinerung der Pilze ist ein kleines Stück Butter. Rein mit ihr. Und was ich noch total gerne hinzufüge, ist ein winzig kleiner Spritzer Zitronensaft. Gerade mal 4 Tropfen. Auf das Stück Butter gebe ich jetzt 4 oder 5 kleine Tropfen Zitronensaft. Das muss jetzt erstmal aufschäumen. Die Pilze sind nun fertig und kommen auf einen Teller. Diese Zubereitungsart für Pilze eignet sich übrigens super für Risotto, für eine Beilage zu Steaks oder für eine Weißweinsahnesoße. Eine prima Zubereitungsart. Diese Pfanne muss jetzt ausgewischt werden und dafür benutze ich etwas Küchenrolle. Ich schalte die Hitze auf niedrige bis mittlere Stufe herunter. Dann schlage ich 3 Eier auf. Ich möchte also 3 Eier in meinem Omelett haben. Dann brauche ich noch eine kleine Prise Salz und nehme mir eine Gabel, mit der ich die Eier schlagen kann. Ich habe die Pfanne vom Herd genommen. Nur ein klein wenig Öl. Und rein geht's mit den Eiern. Ich benutze einen Löffel, um die Eiermasse ein bisschen in der Pfanne herumzuschieben. Die Unterseite des Omelettes darf nicht zu lang garen, deswegen bewege ich die Masse herum. Lücken kann man dann mit der flüssigen Einmischung füllen. Irgendwann kommt man dann an einen Punkt, an dem die Masse nicht mehr flüssig genug ist, um Lücken zu füllen. Jetzt kommt leckerer Käse ins Spiel. Fontina, Cheddar, Red Leicester, Comté oder eine andere Sorte, ganz nach eurem Geschmack. Noch eine Prise Pfeffer. Und dann lege ich unsere super leckeren Pilze aufs Omelett, allerdings nur auf die eine Hälfte, in etwa wie ein Halbmond. Ich nehme die Pfanne vom Herd. Eier garen bei einer so niedrigen Temperatur, dass sie in der Pfanne nicht komplett stocken sollten, sonst sind sie auf dem Teller zu trocken. Man sollte sozusagen sein Ziel beim Kochen etwas zurückschrauben, das Omelett nicht vollständig durchgaren, und bis es auf dem Teller liegt, ist es perfekt. Also, wenn ich Glück habe, klappt es hoffentlich. Ich lasse das Omelett sanft auf einen Teller gleiten, und sobald es den Rand der Pfanne passiert, bedecke ich die Hälfte mit den Pilzen mit der anderen Hälfte. Leute, hier haben wir das bescheidene gefaltete Omelett, ein ganz simples Gericht und doch ein echter Klassiker. Man darf es nur auf keinen Fall zu lange garen. Es darf nicht anbräunen. Nehmen wir Messer und Gabel und hauen rein. Ein richtig gutes Omelett sollte in der Mitte schön weich und cremig sein. Die Pilze sollen lecker schmecken und das Omelett darf auf gar keinen Fall zu stark durchgegart sein. Lecker. Innen weich und cremig, wirklich total wichtig. Die Pilze schmecken echt super. Und wisst ihr, es ist so zart und ganz weich. Wenn es euch gefallen hat, klickt auf Like, zum Abonnieren klickt bitte hier. Danke, bye.